willkommen zu einem neuen Video der Klassik-Szene der Evangelischen Schule Schönefeld. Heute haben wir einen Versuch zur Farbsubtraktion. Ja, okay, danke Paul. Wir haben hier noch zwei Schüler der 10b, das ist die Chiara und das ist der Nico, die den Versuch vorführen werden zur Farbsubtraktion. Und ich denke mir, dass genügend Kommentare von unserer Klasse kommen und deshalb würde ich sagen, wir fangen einmal an. Okay, es geht gleich los mit der Darstellung von Nico. Wir haben eine Dokumentenkamera am Smartboard angeschlossen und lassen die Farben Magenta, Cyan und Yellow erscheinen und die lassen wir jetzt übereinander decken und es entsteht ein Farbkreis. Ja, hat die Kamera das? Ja. Gut, wir lassen das stehen und geben mal die ersten Kommentare. Und zwar wollte der Pedro beginnen. Wenn sich Magenta und Gelb überdecken, ergibt das hindurchgelassene Licht auf dem Schirm rot. Mhm. Ja, ich will vielleicht zwischendurch mal die Tafel erhöhen. Dann sehen wir das auch nochmal. Und Luca weiter. Wenn sich Cyan und Gelb überdecken, ergibt sich grün. Luca, das müssen wir leider wiederholen, richtig laut. Wenn sich Cyan und Gelb überdecken, ergibt sich grün. Jawohl. Und der Julian? Wenn sich Magenta und Cyan überdecken, entsteht auf dem Schirm schwarz. Ja, die Kamera sieht das ja auch immer. Okay, und die Diani? Aus dem Spektrum des weißen Lichtes werden von den Farbgläsern verschiedene Farben weggenommen. Das bedeutet natürlich subtrahiert. Ja, Stella? Die Restfarben vereinigen sich zu einer Mischfarbe. Diese Form der Farbentstehung nennt man subtraktive Farbmischung. Sehr schön. Pasqui? Ein Cyan-Farbglas subtrahiert aus dem Spektrum die Farben Rot, Orange und Gelb. Ja, Tobi? Es lässt nur Grün, Blau und Violett hindurch. Felix? Ein Magenta-Farbglas subtrahiert Gelb, Grün und Blau. Es lässt nur Rot und Violett hindurch. Ja, und der Max? Ein Gelb-Farbglas subtrahiert Blau und Violett. Es lässt nur Rot, Orange, Gelb und Grün hindurch. Okay, und dann haben wir den Marcel. Wenn also alle drei Farbgläser übereinander liegen, gelangt kein Bereich des Spektrums zum Schirm und es entsteht schwarz. Ja, wir sehen das hier nochmal. Der Tafelkamera zeigt das. Alle drei Farben übereinander, dann haben wir hier diesen Bereich, in dem tatsächlich schwarz entsteht. Und Philippus? Magenta, Gelb und Cyan sind die Grundfarben der subtraktiven Farbmischung. Mit ihnen können alle anderen Farben gemischt werden. Richtig, ja. Und schließlich noch Cetic. Sie selbst können nicht aus anderen Farben gemischt werden. Ja. Die Kamera zeigt vielleicht nochmal unsere tolle Dokumentenkamera. Der Nico hat ja bereits gesagt, dass die verbunden ist mit dem Smartphone. Wir haben das hier. Kommt nochmal mit vorne. Wir zeigen uns nochmal für die von Chiara. Das war also, wie gesagt, die Klasse 10b. Klassenlehrer, Topmann, Herr Blume. Ich denke mir, wir sind alle mit ihm zufrieden. Das war's für heute. Okay.